willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich endlich die Neuzugänge aus dem Dezember für euch, denn heute komme ich endlich mal dazu, meine beiden Pakete auszupacken. Und ich dachte mir, wenn ich Neuzugänge drehe, dann kann ich euch die Pakete, die am 30. glaube ich angekommen sind, also sie sind auf jeden Fall noch vor dem neuen Jahr bei mir angekommen, dann kann ich euch die auf jeden Fall auch noch mit dazu packen. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Video, weil ich ein sehr, sehr großes Paket von Avel hier stehen habe und noch ein kleineres von Rebuy. Und ich habe 52 andere Bücher. Das werden also ungefähr 70 Neuzugänge sein. Ich weiß auch nicht, wie das schon wieder passieren konnte. Avel und alle hatten einfach diese Weihnachtsangebote und dann ist es passiert. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, das 5 Books oder die 5 Books Challenge mitzumachen. Ihr habt das Video, glaube ich, auch schon gesehen. Sonst verlinke ich euch das unten oder ihr seht das oben bei diesem Ausrufungszeichen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal an. Weil es wirklich sehr, sehr viele Bücher sind, haltet mich nicht für bekloppt. Also ich bin bekloppt, ich bin auch schon halb kaufsüchtig. Aber egal, ich möchte das jetzt eindämmen, deswegen mache ich bei der 5 Books Challenge mit. Und ich bin diesen Monat, der noch nicht alt ist, auch schon an einigen Büchern vorbeigegangen, die ich gerne gehabt hätte. Aber das muss auf jeden Fall noch besser werden, weil es einfach zu viele Bücher sind, die ich hier immer habe. Und dann war sozusagen das Buch oder die Bestellung von Avel und die Bestellung von Rebuy waren sozusagen die letzten Bestellungen, die ich jetzt erstmal tätigen werde. Sozusagen als letzte Bücher, die kommen. Und ja, deswegen zeige ich euch jetzt erstmal die anderen Bücher und dann zeige ich euch die beiden Pakete. Das wird sozusagen also ein Neuzugänge-Unpacking-Video. Und ich würde sagen, wir starten dann mal. Als erstes habe ich hier liegen von Lissa Price Starters. Das ist der erste Teil, habe ich bei einer Lovely Books Gruppe bekommen. Und das sieht einfach noch umwerfend gut aus. Also es sieht aus wie neu. Es sind keine Leserillen, das Bändchen ist sogar noch eingeschlungen. Und ich kann echt immer noch nicht verstehen, wie jemand das Buch weggeben kann. Es ist einfach, sieht einfach super aus und es wird weggegeben. Dann habe ich vom Lovely Books Weihnachtswichteln von Erin Hunter Varia Cats Feuersterns Mission. Das ist ein Special Adventure. Genau, ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Geschichte zu. Also eigentlich kein Spin-off, aber so eine extra Geschichte halt. Ihr wisst ja, ich liebe Varia Cats. Ich lese zurzeit den ersten Teil und ich bin wieder total verliebt in das Buch. Dann habe ich von der lieben Malle von John Boyne Haus der Geister bekommen, auch zum Wichteln. Und von der lieben Malle, das liegt hier oben, habe ich dann auch noch bekommen, Dein göttliches Herz in Form von Kerry Keaton. Das möchte ich auch so gerne lesen. Und ich finde einfach das Cover auch so, so, so schön hübsch. Ja, das ist einfach traumhaft. Ich muss es jetzt wieder ein bisschen schneller machen, weil es halt so viele sind. Dann habe ich von Sabrina Lynn Raven Windfire zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wir haben uns halt auch was geschenkt. Und das war ihr Geschenk. Und ich habe mich mega gefreut über das Buch. Wir haben es dann sozusagen gemeinsam gelesen. Und ich bin auch schon fertig mit dem Buch, habe schon eine Rezension gedreht. Ich weiß nicht, ob die schon online sein wird. Ich denke aber schon, falls sie online sein wird und falls ich daran denke, ist das natürlich auch unten in der Infobox zu finden. Dann habe ich noch mit der lieben Sabrina beim Booktuber-Treffen in Nürnberg gekauft. Throne of Glass, die Erwählte von Sarah J. Maas. Wir fangen das Ganze morgen an. Morgen ist der 9. Oh mein Gott, diese Pakete stehen schon 10 Tage hier rum, ohne geöffnet worden zu sein. Aber wenn ich nie da bin, sondern nur bei meinem Freund und arbeiten muss und nie da bin, kann ich die leider nicht aufmachen. Ich glaube, ich war in diesen 10 Tagen zweimal zu Hause und habe dann andere Videos gedreht, anstatt das aufzumachen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Genau, dann habe ich das mit Sabrina, werde ich das zusammen lesen. Dann habe ich noch vom Booktuber-Treffen Die Schattenträumerin von Janine Wilk. Ebenfalls vom Booktuber-Treffen Jake Jones von Damien Dibben. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das letzte Buch vom Booktuber-Treffen ist von Lee Zypes, keine Ahnung, Deathmark, die Margarine der Assassinen. Und ja, ich liebe Assassinen, bin sehr gespannt auf das Buch, weil mir auch jemand gesagt hat, dass das richtig, richtig gut ist.
Und da ist man ja bekanntlich noch gespannter drauf. Dann war ich letzten Monat, Anfang Dezember, glaube ich, in der Bielefeller Stadt und habe mir 3 Bücher gekauft, die alle nur 10 Euro gekostet haben. Und ja, und zwar von Stuart Daly, Animal Guardians, die Hüter von Andalon. Ihr wisst, ich liebe Tiergeschichten. Ich konnte also nicht daran vorbeigehen. Dann habe ich mir noch gekauft von Jim Butcher, Codex Alera, die Elementare von Calderon. Ist sogar ein ziemlich dickes Buch und deswegen habe ich mir gedacht, für 10 Euro ein Buch, was fast 600 Seiten hat, das musst du mitnehmen. Und dann habe ich mir noch in der Stadt gekauft von Ursula Posnanski, die Verratenen. Ich war schon im Überlegen, ob ich nicht das Hardcover haben möchte, aber habe mir gedacht, nee, das Taschenbuch geht auch, das kannst du da auch kaufen. Die Schrift finde ich eigentlich sogar recht klein hier drin, sehe ich gerade. Aber da freue ich mich natürlich auch schon drauf, das zu lesen. Dann habe ich noch ganz viele Bücher aus einem vorherigen Unpacking. Das habe ich euch allerdings noch nicht hochgeladen und ich glaube, ich werde es auch nicht hochladen, weil ihr jetzt eben die Bücher hier in diesem Unpacking und im Wörterlänge-Video seht. Deswegen lade ich euch das eben nicht hoch. Und zwar von Sabrina Kunai, Teufelsherz. Dann habe ich noch Stern der Göttin von Sandra Nelly. Von Jasmine Gallenhorn, Katzenjagd, Schwestern des Mondes. Ich glaube, das ist der 9. Teil. Nein, das ist der 8. Teil. Dann muss ich mir jetzt einen Stapel... Ich kann auch hier weitermachen. Von Holly Black, Die Puppenkönigin, Das Geheimnis eines Sommers. Das Ganze habe ich bei Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress gesehen. Deswegen musste ich mir das Buch gleich mitnehmen. Genauso wie das nächste, Das Schneemädchen. Das ist, glaube ich, so eine Art Fantasy-Liebesgeschichte. Ich glaube, das ist sogar mehr Liebesgeschichte. Hier ist sogar das Lesebändchen auch noch eingeschlungen. Und das ist, glaube ich, eigentlich ein Buch, was eher ungewöhnlich für mich ist. Allerdings habe ich auch irgendwie mal Lust auf ein Buch, was nicht so meins, also nicht so typisch meins ist. Dann habe ich noch von Ray Carson, Der Feuerstein, Eine magische Reise beginnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es davon gibt. Aber hier finde ich auch diesen Diamanten hier oben so schön. Und das Cover ist blau. Ich liebe blau. Dann habe ich noch von Celine Kiernan, Königspfade. Da hat eine Freundin gesagt, dass die Reihe nur noch schwer zu bekommen ist. Und gerade der 3. Teil ist es der 3. Teil. Den habe ich jetzt gekriegt. Und der soll wohl ziemlich schwer zu bekommen sein. Dann habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass ich den jetzt habe. Und dann habe ich noch von Sabrina zu Weihnachten geschenkt bekommen, von Julia Adrian, Die 13. Fee erwachen. Ich glaube, hier ist die Ausgabe ein bisschen anders, kann das sein. Mit so Bildern drin. Ich glaube, das kenne ich gar nicht so. Aber ich finde die richtig, 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 richtig schön. Und ich freue mich einfach so, 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 dass Sabrina mir die Ausgabe geschenkt hat. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Dann gab es bei Avell als Geschenk von Melissa Marr Für alle Ewigkeit, der 4. Teil. Auf die Reihe habe ich im Moment leider so gar keine Lust, weil ich auf Goodreads ein Review gesehen habe oder ein Rezi, die nicht so gut war. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das bald lesen soll. Dann habe ich noch von Nora Melling den 2. Teil von Schattenblüte, Die Wächter. Den 1. Teil habe ich ja auch hier im Regal stehen. So, dann geht's weiter mit Grisha von Leigh Bardugo oder sowas. Das Cover ist einfach nur richtig schön. Und ich habe herausgefunden, Sabrina hat das Buch auch. Aber ich glaube, wir lesen das jetzt nicht zusammen. Oder doch, ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil wir so viele Bücher zusammen lesen wollen. Aber das habe ich jetzt auch. Dann habe ich noch von Kami Garcia und Margaret Stohl, 17 Moons, Eine unheilvolle Liebe. Und 19 Moons, Eine ewige Liebe. Also den 2. und 4. Teil. Ich glaube, mit 4 Teilen ist die Reihe vollständig. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich habe ja den 1. Teil gelesen und fand den einfach nur richtig, richtig, richtig toll. Und möchte den jetzt auch rereaden. Und dann gab es die halt bei Avell. Und ja, ich konnte mal hier nicht Nein sagen. Habt ihr dann mitbestellt.
Als Geschenk bei Avel gab es dann von Peter Freund Laura und das Geheimnis von Aventerra auch noch das Lesebändchen eingeschlungen. Habe ich damals als Hörspiel gehört und fand es einfach nur richtig, richtig klasse. Und ich habe mir gedacht, die kann ich auch mal wieder rereaden. Und als, wenn es als Geschenk dazu gab, warum nicht? Dann habe ich von Rainer Wegwerth das Labyrinth erwacht. Hier vorne ist leider so ein komischer Kleber drauf, den muss ich mal gucken, ob ich den noch abkriege. Und hier ist auch das Lesebändchen eingeschlungen. Ich habe viele Bücher, wo das Lesebändchen noch eingeschlungen ist, stelle ich gerade mal so fest. Und ja, ansonsten sieht das aber noch richtig, richtig schön aus. Und ich freue mich auch hier schon richtig drauf. Das ist, glaube ich, eine Trilogie. Dann habe ich von Patricia Schröder Meerestosen. Das ist der zweite Teil, soweit ich weiß. Den wollte ich eigentlich sogar, glaube ich, zu überall zurückschicken. Weil der nicht ganz so aussah, wie ich ihn mir erhofft hatte. Oder ich wollte ihn, glaube ich, noch in ein Wichtelpaket. Genau, ich wollte ihn in ein Wichtelpaket packen. Aber dann war der so, sah dann nicht so schön aus. Und dann dachte ich mir, dann behalte ich ihn lieber selber. Anstatt dass mein Wichtelkind dann so ein abgenutztes Buch kriegt, habe ich ihr lieber ein neueres geschickt. Dann habe ich ein eingeschweißtes Buch sogar noch von Tanja Heidmann Tiamat. Genau, ich glaube, dazu brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Dann noch ein eingeschweißtes von Elizabeth George, Whisper Island Sturmwarnung. Das wollte ich schon mal haben und ich bin einfach richtig, richtig begeistert, dass dieses Buch von WeBuy noch eingeschweißt ist. Das kennt man ja bei WeBuy eher nicht so und ich war einfach nur mega begeistert. Dann noch ein eingeschweißtes Buch von WeBuy und zwar von Lily St. Crow, Strange Angels Verflucht. Ich verhaspel mich schon wieder. Ja, wie gesagt, auch noch eingeschweißt. Finde ich mega, wenn die eingeschweißt sind und von WeBuy kommen. Das ist einfach Hammer. Dann habe ich auch endlich von Cassandra Clare City of Bones Chroniken der Unterwelt. Ich habe das Buch auch endlich. Es sieht jetzt nicht so schön aus. Also es ist irgendwie... Also es sieht schon noch gut aus. Hier oben ist es ein bisschen eingeknickt und das Lesebändchen ist ein bisschen ausgefranst. Aber ansonsten ist das Buch eigentlich in einem ziemlich guten Zustand. Ich hatte mir den zweiten Teil auch mitbestellt. Leider hat da der Schutzumschlag gefehlt, deswegen habe ich das Ganze wieder zurückgeschickt. Und ja, dann habe ich noch von Lisa Cash Eternally, selbst die Ewigkeit kann uns nicht trennen. Hier finde ich ja übrigens auch das Cover richtig schön. Einfach dieser Rock, der hier so ein bisschen verblasst. Und dieses Gras, wo sie drin steht, das wirkt so Fantasy-mäßig schon. Und ich finde es einfach richtig, richtig schön. Dann habe ich noch von Sarah Bay Elfgren und Metz Strandberg, keine Ahnung, Feuer. Das ist der zweite Teil. Und ich wusste ja, dass die Bücher dick sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so dick sind. Die haben ja doch über 700 Seiten. Und das ist echt ganz schön fett. Hätte ich nicht gedacht, aber das Buch sieht auch einfach super aus. Der Mail-Exemplar-Stempel ist drauf. Ist sogar schon fast verblasst. Also einfach richtig, richtig gut. Ich kann Avel einfach immer nur wieder empfehlen. Dann habe ich noch, auch von Avel, Eden Academy. Ich glaube, ist das überhaupt ein Einzelband oder sind das mehrere Bände? Schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube, das ist ein Einzelner. Vielleicht wisst ihr da ja mehr als ich. Hat aber auch wieder über 500 Seiten. Sieht aber auch einfach perfekt super aus. Oh mein Gott, mir geht der Platz aus. Dann habe ich noch ein Rezi-Exemplar von Jean Kwok. Wenn die Liebe tanzen lernt. Das ist ein Liebesroman und es ist ja eher was ganz anderes, als was ich sonst lese. Ich lese ja eigentlich überhaupt gar nicht gerne Liebesromane und ich habe mich eigentlich auch schon gefragt, warum ich dieses Buch angefragt habe. Aber ich liebe Tanzen und das hat halt mit Tanzen zu tun und das hört sich eigentlich auch ziemlich interessant an. Und irgendwie hatte ich mal Lust auf ein bisschen was anderes. Und dann dachte ich mir, probierst du es mal mit einer Liebesgeschichte und wer weiß, vielleicht gefällt mir das ja. Dann habe ich auch noch als Rezi-Exemplar bekommen, also beides sind vom Bloggerportal, von David Herr, Die Brücke der Gezeiten, ein Sturm zieht auf. Habe ich dann auch überall entdeckt, dass das auf einmal runtergesetzt war.
Und ja, da hätte ich im Moment auch richtig Lust, das zu lesen. Ich muss mal schauen, wann ich dazu komme. Ich möchte die ja eigentlich so ungern so lange liegen lassen. Aber ich habe in letzter Zeit leider nicht so viel Zeit, deswegen kommen meine Bücher alle ein bisschen zu kurz. Dann, ich weiß gar nicht mehr, das habe ich von Weltbild, das Buch von Royce Buckingham, Der Wille des Königs. Das ist, habe ich herausgefunden, der zweite Teil. Ich dachte, das wäre der erste Teil. Ja, jetzt kann ich mir also erstmal wieder den ersten holen, damit ich den überhaupt lesen kann. Irgendwie passiert mir sowas immer öfter. Dann habe ich mir mit meinem Freund in der Stadt gekauft Endless. War als Mängelexemplar im Angebot und ich hatte den ersten Teil hier, wollte dann gerne den zweiten haben. Und hier ist der zweite jetzt. Dann habe ich noch von Erin Hunter Seekers am großen Bärensee. Das ist der zweite Teil. Ich glaube, den ersten habe ich letzten Monat, also im November gekauft. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und der erste Teil von Die Legende der Wächter. Der Film, ich habe den Film einfach so, so sehr geliebt und musste dann einfach auch mal die Bücher lesen. Den zweiten habe ich ja auch hier stehen. Dann habe ich von PC Cars und Kristen Cars den neunten Teil von House of Night und andersrum den zehnten Teil von House of Night. Damit bräuchte ich nur noch den zwölften Teil und die Reihe habe ich komplett. Da habe ich ja schon mal angefangen zu lesen und bin bis zum neunten Teil gekommen und ich habe die Reihe wirklich geliebt. Und ich freue mich schon, wenn ich das wieder rereaden kann. Dann habe ich ein Buch von Laser Raven, Wohin du auch gehst, Bad Romeo und Broken Juliet. Da habe ich leider gehört von Sabrina, dass sie das Buch überhaupt nicht gut fand und wir haben mal so ziemlich den gleichen Lesegeschmack. Deswegen bin ich da so ein bisschen gehemmt, gerade das zu lesen. Aber ich werde es natürlich trotzdem noch mal anfangen und leider hat das Buch ein paar Leserillen, was ich schade finde, weil ich dafür, glaube ich, fast 10 Euro doch noch bezahlt habe. Wie viel kostet das denn überhaupt neu? Es wurde natürlich mal wieder überklebt hier. Ja, 14,99. Ich habe also knappe 5 Euro gespart. Immerhin etwas, aber trotzdem noch recht teuer. Deswegen finde ich das schade, dass da eine Leserille drin ist. Dann habe ich von Mara McEntire, Our Girls, die Stunde der Zeitreisenden. Das ist der erste Teil. Und ja, das wollte ich auch schon ganz, ganz lange auf Tauschticket anfragen. Und jetzt habe ich es endlich. Dann habe ich noch, was auch bei meiner Five Books Challenge drankommt, von Jennifer Benkow, Dark Canopy. Davon hört man ja auch einfach richtig, richtig viel, dass es auch richtig, richtig gut sein soll. Schade ist hier nur, dass es hier oben wirklich sehr, sehr, sehr gelb ist und hier unten wird es dann weiß. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. So. Und zwar habe ich hier noch von Brian DeMatteo 2012 Tag der Prophezeiung. Das ist der erste Teil. Und 2012 Das Ende aller Zeiten ist der zweite Teil. Die beiden Bücher sind auch einfach nur richtige Klopper. Was ich auch niemals gedacht hätte. Also man sieht zwar immer die Seitenzahl oder man denkt sich die Seitenzahl, aber das sind einfach 730 Seiten bei einer wirklich so kleinen Schrift. Also ein bisschen graut es mich davor, die zu lesen. Sie hören sich einfach richtig, richtig spannend an. Es geht halt darum, dass die Welt am 21.12.2012 untergehen sollte. Aber wenn ich sehe, wie dick die sind, denke ich mir immer, okay, wann willst du sie lesen? Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Dann habe ich von meinem Freund sozusagen zu Weihnachten geschenkt. Also er hat mir auch Runefire geschenkt. Und es war einfach so lustig, weil Sabrina mir es schon geschenkt hat und dann hat er es mir auch geschenkt. Und ja, dann konnten wir das aber glücklicherweise umtauschen. Und ich habe dann von Jennifer L. Armentrout Onyx Schattenschimmer bekommen. Und ich freue mich einfach so, dass ich dieses Buch habe. Weil ja, ich habe Obsidian gelesen und Obsidian, oh, ich liebe es. Es ist auch mein Buch-Highlight im Dezember. Und ja, da muss natürlich gleich der zweite Teil her. Mal schauen, wann ich den lese. Ich lese ihn auch wieder mit meiner Abonnentin zusammen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und bin schon gespannt, wie es denn da weitergeht. Jetzt muss ich einmal die Lese zur Seite schieben. Dann habe ich nämlich noch drei Bücher hier liegen, bevor die Pakete kommen.
Und zwar einmal von, auch vom Wichteln, von Curtis Jobling, Werewolf, die Rückkehr der Wölfe. Habe ich gesehen, gibt es auch einen zweiten Teil von. Das Buch sieht auch noch super aus. Hat eine Leserille leider, ansonsten aber in einem sehr guten Zustand. Dann habe ich mir gekauft von Amanda Hocking, Watersong Todeslied. Das ist der dritte Teil und wie ich letztens erfahren habe, soll das nicht der letzte Teil sein. Also es gibt wohl noch einen vierten, aber es ist noch nicht bekannt, wann der übersetzt wird. Und ich glaube, es ist auch noch nicht bekannt, ob der übersetzt wird. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen vierten Teil. Und das letzte Buch vor dem Paketen ist von Yuli Kagawa, Talon Drachenzeit. Und oh, ich freue mich einfach so, so, so wahnsinnig, dass ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Wie erwartet habe ich das zu Weihnachten von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, das zu lesen. Ich würde es am liebsten gleich anfangen, aber ich habe mir jetzt im Januar ein paar andere Bücher rausgesucht. Deswegen wird das ein bisschen später dran kommen. So, jetzt geht's weiter mit den Paketen. Ich zeige euch erstmal das Rebuy-Paket. Das ist so groß. Und ich habe eine Schere. Ich bin übrigens letztens so trottelig gewesen und habe mich mit dieser Schere geschnitten. Das kann auch wieder nur mir passieren. Und ja, was ich euch zu diesem Rebuy-Paket noch sagen muss. Ich habe bei Rebuy bestellt und habe dann einige Bücher wieder zurückgeschickt. Und hatte dann ein Guthaben bei Rebuy und habe mir gedacht, bevor ich mir das alles zurückfordere und das ewig lange dauert, kaufe ich mir einfach dafür noch wieder Bücher. Und habe dann halt noch ein paar andere bestellt, die ich gerade so gesehen habe, weil ich halt dachte, bevor diese Falls Book Challenge beginnt, kaufe ich mir nochmal Bücher. Was eigentlich total sinnfrei ist. Aber ja, so bin ich halt. Und deswegen musste das jetzt sein. Und zwar habe ich nämlich bei dieser Bestellung, ich weiß nicht, ob man das schon sieht, so sieht das Ganze von oben aus. Ich habe immer meine ersten Mangas gekauft. Lass mal den ganzen Müll wieder raus. Ja, ich habe mir insgesamt 4 Mangas gekauft und ich habe diese Reihe schon mal angefangen. Oder ich habe sie schon mal gelesen. Und zwar aus der Bücherei habe ich mir die ausgeliehen. Da gab es damals aber, glaube ich, einen nicht, den ich jetzt hier bei habe. Das sind, glaube ich, die beiden. Genau. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, welcher ist. Wie habe ich denn überhaupt dafür bezahlt? Und sag mal, bist du bekloppt? Leute, das muss ich euch gerade zeigen. Der Hund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich glaube, ihr seht es, der Hund legt sich auf das ausgepackte Rebuy-Papier. Das ist mal wieder so typisch Köter. Ich hoffe, das passt jetzt auch noch, aber das muss ich euch einfach gerade zeigen. Ich habe mir gerade gedacht, legt mal das Papier extra dahin und der Hund legt sich da drauf. Und er hat hinten in der Ecke ein Kissen liegen. Das muss man nicht verstehen. Aber na gut, machen wir weiter mit dem Paket. Ach genau, hier steht es ja. Und zwar habe ich von Tokyo Miu Miu, ich erspare euch jetzt mal das Aussprechen des Autors. Und genau, von Tokyo Miu Miu, den zweiten Teil habe ich einmal und den dritten Teil. Das sind solche, ja, wie sagt man, Katzen, ich weiß nicht, ob man das mehr sagt, Katzen-Manga-Geschichten. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich euch mal hier irgendwie ein Bild zeigen kann, wo mal eine schöne Katze ist. Am besten, ich zeige euch dieses hier. Das sind halt solche Katzen und ich liebe Katzen einfach. Und ja, das habe ich schon mal gelesen. Fand es so, so, so süß. Habe mir den bestellt und den bestellt. Und die beiden kommen jetzt in mein Manga-Fach. Ich wollte extra ein Regal für meine Mangas machen. Und dann habe ich mir noch bestellt Tokyo Miu Miu à la Mode. Ich glaube, das ist so eine andere kleine Geschichte daraus. Den ersten und den zweiten Teil. Den zweiten Teil hatten die damals bei uns in der Bücherei nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass der jetzt hier ist. Und ja, das wären meine 4 Mangas, die ich mir jetzt mal zugelegt habe. Und ich möchte ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Mangas mal lesen. Deswegen, also wenn ihr mal einen Vorschlag habt, immer fleißig in die Kommentare schreiben. Ich bin für alle Vorschläge offen, die irgendwas mit Fantasy, magisch, mystisch zu tun haben. Und ja, genau. Jetzt muss ich auch mal wieder gucken, welcher hiervon denn der erste Teil ist. Und zwar so, von John
Flanagan, die Chroniken von Aralun, die Ruinen von Gorlan. Ich weiß gerade nicht mehr deinen Namen, aber du hast mir die Bücher auch mal empfohlen, dass ich die mal lesen soll. Und ich habe die jetzt bei Rebuy günstig entdeckt und dachte mir, du musst es einfach mal ausprobieren. Und da ihr mich erkennt, habe ich mir dann auch gleich den zweiten Teil der Eiserne Ritter bestellt und den dritten Teil die brennende Brücke. Ich hoffe, dass es auch der dritte Teil ist. Also ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht hin. Diese drei Bücher. Und ja, eine Abonnentin hat mir geschrieben, dass die Bücher ganz, ganz, ganz toll sind und dass ich mir die auch unbedingt mal angucken muss. Und deswegen dachte ich mir, ja, du musst sie einfach mal bestellen. Und ja, da sind sie jetzt und ich freue mich auf jeden Fall schon, sie zu lesen. Dann habe ich auch wieder eine, oder die ersten beiden Teile einer Trilogie, da muss ich auch mal wieder schauen, welche sind, genau. Und zwar von Helen Dunmore. Nixenblut, der erste Teil. Es sind sogar kaum Leserinnen drin, was mich ein bisschen verwundert hat. Ja, wir gehen nicht raus. Und der zweite Teil, Nixenmagier. Entschuldigung, der Hund kam gerade schon wieder an. Ja. Du kannst dich neben mich setzen. Na, komm her. Und setz dich doch einfach hin. Sitz dich hin. Ach ja. Tiere. Und genau. Der erste Teil und der zweite Teil. Die beiden wollte ich auch schon richtig, richtig gerne haben. Hier liegt sie wieder aus Papier. Die beiden wollte ich auch schon richtig gerne haben. Habe sie jetzt endlich bei Rebuy entdeckt und musste sie dann mitnehmen. Dann habe ich hier unten noch liegen von Bethany Griffin. Die Stadt des Roten Todes, das Mädchen mit der Maske. Hörte sich ziemlich interessant an. Ich bin schon beim Bloggerportal immer drum rumgeschlichen. Ich meine, ich habe das auch angefragt. Aber allerdings gab es da kein freies Kontingent mehr, deswegen habe ich das halt nicht bekommen. Aber ich wollte es so gerne lesen, dass ich es mir jetzt selbst bestellt habe. Und ja, jetzt muss ich hier noch Platz machen. Und dann habe ich hier noch ein Buch drin, über das ich mich super, 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 super freue, weil ich rausgefunden habe, dass das auch sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen sein soll. Und zwar von John Stevens, Die Chroniken von Anbeginn, das Buch Onyx. Das ist auch ziemlich teuer, glaube ich. Sieht aber noch richtig, richtig, richtig gut aus. Und ich bin da gerade einfach nur richtig begeistert drüber. Weil ich herausgefunden habe, dass es das eben auch nicht mehr so häufig zu kaufen gibt. Und dann habe ich das für 16,50 Euro gefunden bei Rebuy und musste es halt mitnehmen. Und ich bin einfach nur richtig begeistert, dass ich das jetzt habe. Damit hätte ich dann nämlich diese Trilogie auch komplett. Und dann haben wir noch tausende von Werbung hier drin. Was ich bei Rebuy ja immer blöd finde, dass wir nicht dabei schreiben, wie viel man denn jetzt eigentlich dafür bezahlt hat. Da steht einfach nur, welche Bücher dabei waren, aber nicht, wie viel die gekostet haben. Und das interessiert mich eigentlich immer. Aber naja, so. Und dann geht's mit dem Avel-Paket weiter. Ja, wir gehen gleich raus. Der Hund blagert mich hier schon wieder. Geh auf das Papier drauf. Das ist fein. Und zwar ist das ein Riesenpaket. Es ist so groß. Und ich schäme mich schon fast ein bisschen, dass ich mal wieder so viel bestellt habe hier. Jetzt hast du keinen Platz mehr, Hund. Aber da ich halt mir vorgenommen habe, in diesem Jahr nicht mehr so viel zu bestellen, habe ich mir gedacht, das letzte Mal im Dezember kannst du das dann noch machen. Meine Haare gerade. Und hier sind Bücher drin, wo ich mir einfach nur dachte, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Sind die das wirklich? Und ich bin einfach so gespannt, ob die das jetzt wirklich sind, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass ich dieses Buch jetzt wirklich gefunden habe und dazu auch noch so günstig. Deswegen bin ich da gerade ja, sehr gespannt drauf. Ich würde euch das Paket auch in die Kamera halten, aber man sieht eh nichts. Ja, und da gibt es nichts zu schnüffeln dran für dich. So. Tonnenweise Papier, auf das ich der Hund noch legen kann. Okay. Mehr Papier als alles andere. Und zwar haben wir hier einmal, ich weiß gar nicht,
sowas für Kinder, gab es als Geschenk dazu. Mal gucken, ob ich das irgendwie verschenke an die Nichten von meinem Freund. Gab es eben als Geschenk und da habe ich gedacht, bevor du dir gar nichts aussuchst, dann nimmst du halt das. Und da können die vielleicht auch mal ein bisschen was mit anfangen. So, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich hier von Paul Hoffmann die linke Hand Gottes. Da habe ich ja letztens auf Weltbild oder, nee, Quatsch, bei Avelle als Geschenk den zweiten Teil bekommen. Und jetzt hatten die den ersten Teil da, deswegen musste ich den ersten natürlich mitnehmen, damit ich das Buch überhaupt mal anfangen kann. Dann, oh mein Gott, ich sehe es schon, es ist wirklich so. Ich kann es gar nicht fassen, Leute. Ich würde gerade nicht so ausrasten. Ich mache erst mit den anderen Büchern weiter, sonst raste ich völlig aus. Und zwar habe ich noch von Christiane Spieß Mondherz. Geht halt um, wie man das im Cover sieht, Wölfe. Und ich sehe aber gerade, und das ist jetzt aber leider nicht so schön. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist hier hinten so eingedrückt. Das geht auch bis auf die Seiten und das finde ich ja immer wirklich das Schlimmste, wenn es Mängelexemplare sind, dass die so eingedrückt sind. Mal gucken. Oh, das geht sogar bis auf die Seiten hier. Das funktioniert echt scheiße. Naja gut, das ist das erste Buch, was bei Avelle leider nicht so gut ist. Aber naja gut, das kann man eigentlich auch noch verkraften. Und bevor ich weitermache, muss ich euch auch noch sagen, bei Avelle gab es nämlich, ich nehme mal diesen Karton runter, bei Avelle gab es eine Aktion, wenn man so und so viele Bücher kauft, dann bekommt man halt Prozente. Und deswegen musste ich dann halt auch zuschlagen und habe dann halt auch 20% gekriegt. Was einfach super ist, weil ich dadurch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich gespart habe, auf jeden Fall etwas. Und ja, ich mache aber jetzt mal weiter. Und zwar haben wir hier als nächstes auch in einem Top-Zustand von Rachel Cohn Beta. Das habe ich auch auf dem E-Reader. Ich wollte es aber gerne als Hardcover haben, weil ich das Cover einfach richtig, richtig schön finde. Ich hoffe, dass mich die Geschichte auch begeistern kann. Und ja, dagegen geht es halt um Klone. Und auf das Buch bin ich natürlich auch schon sehr gespannt. Dann habe ich von Alison Well Soul Seeker vom Schicksal berührt. Sieht auch noch einwandfrei aus. Auch unter dem Schutzumschlag sieht es richtig, richtig schön aus. Das finde ich ja auch irgendwie cool. Dieses Innenleben. Sag ich jetzt mal. Genau. Dann haben wir hier noch den ersten Teil. Nee, das ist jetzt der. Das ist der vierte Teil. Ich habe euch eben den dritten gezeigt. Zwischen Schatten und Licht von Melissa Marr. Auch als Geschenk ist der, was habe ich jetzt gesagt? Vierte Teil. Dann haben wir hier, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der zweite Teil überhaupt ist. Genau, das habe ich einfach von Pamela Palmer. Ja, Snoopy, lasse ich euch raus. Der Hund möchte raus, weil er meine Schwester hört. Von Pamela Palmer, Krieger des Lichts, der sechste Teil. Das habe ich eigentlich auch nur mitgenommen, damit ich halt die Anzahl an Büchern voll kriege und die Prozente bekomme. Das hat irgendwie nur 2-3 Euro gekostet, deswegen ging das. Dann habe ich hier von Aaron Callison Zwielichtlande Schattenmann. Das ist der zweite Teil. Den ersten habe ich ja auch hier liegen. Hier ist nur wieder so eine Werbung drin. Genau. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, Leute. Tut mir leid, aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Zwar habe ich dann hier noch von Jerry Smith Reddy die Seelenwächterin im Zeichen der Krähen ist Teil 1 und die Totenhüterin im Zeichen der Krähe Band 2. Also Band 1 zu 2. Hört sich beides ganz cool an. Ich glaube, das ist aber auch schon wieder so ein anderes Format. Ne, die sind doch gleich groß. Dann habe ich Ich glaube, da ist Avelle ein Fehler unterlaufen. Da muss ich mich beschweren gehen. Oh. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, in welcher Reihenfolge die Bücher sind. Deswegen zeige ich euch die einfach mal so. Und zwar, ups, falsch rum.
die 4 Teile von Riley, von Alice Noel. Da habe ich auch schon mal die ersten beiden gelesen. Und ich fand die Reihe auch richtig, richtig cool und habe mir gedacht, die sind alle im Angebot, dann kaufst du die. Also die ersten 4 Teile, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht. Dann habe ich mir, auch wenn es eine andere Ausgabe ist, von Damien Dibben, Jake and Jones in der Arena des Todes gekauft. Ich glaube, ich werde die Ausgabe, die ich in Nürnberg gekauft habe, auch nochmal umtauschen, weil ich diese einfach viel, viel hübscher finde. Genau, die habe ich auch noch. Und dann habe ich, was beim letzten Mal dann nicht mitgeliefert werden konnte, von Yuli Kagawa, Plötzlich Fee, Das Geheimnis von Nimani. Darüber freue ich mich auch richtig, richtig doll, weil das letztes Mal eben nicht mitgeliefert werden konnte. Dann habe ich noch die Poison Diaries, Liebe ist stärker als der Tod. Das ist der zweite Teil. Den habe ich auch, hier im Regal steht den ersten. Dann habe ich, was ich gar nicht erwartet hätte, dass das ein Hardcover ist, von Julie Cross, Sturz in die Zeit, ist, ja, ein Hardcover. Finde ich super. Und jetzt mein Highlight-Buch. Ich kann es nicht fassen, Leute, dass es noch, dass ich es gekriegt habe. Von Colleen Hoch, Fluch des Tigers. Es ist wirklich ein Hardcover. Ich kann das einfach nicht fassen. Und ich bin jetzt gerade zwar ein bisschen angesäuert, weil ich hiervon nicht ein Buch bestellt habe, sondern gleich mehrere. Hier in dem Karton ist aber nur eins drin, also hier ist nichts mehr. Ich habe aber mehrere bestellt, deswegen muss ich mich bei Avel nochmal melden, weil ich ja eben auch das Geld dafür bezahlt habe und nur eins hier drin ist, das kann ja nicht sein. Aber ich freue mich einfach so, so unglaublich, dass ich den dritten Teil habe, weil der liebe Gerd von Gerdipedia hat mir erzählt, dass der dritte Teil nicht mehr verlegt wird und deswegen bin ich einfach mega, 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 mega mäßig glücklich, dass ich diesen dritten Teil jetzt noch kriegen konnte. Und ja, Leute, das war's mit den Neuzugängen. Ich glaube, das war auch lang genug und ich habe euch lange genug vollgesabbelt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz schnell Tschüss und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.